Bin ich gestern nicht irgendwie unterm Baum eingeschlafen? Der Herr Jäger schreibt in der Gruppe, wann geht das Pulling los? Was für ein Pulling? So. Ah. Stimmt, stimmt. Ich war ja hier dabei. Ich krieg die Bäume hier nicht gedreht. Der war so eine scheiß Maschine hier. Kann ich hier den Kopf nicht drehen? Alter, der ist so ein... Wer ihm die Maschine verkauft hat, da weiß ich auch nicht. So ein Schrott. Kann man den Jürgen anrufen, ey. Herr Jäger, Jürgen noch bei Ihnen, der Racex? Ja. Ja, und? Der ist, glaube ich... Warte, ich gehe mal kurz weiter. Herr Racex, hier, Telefon. Danke. Ja, Volker. Hallo, Jürgen. Du, wer hat denn dir den scheiß Häcksler verkauft? Der Hans-Peter. Alter, das Ding kannst du nach Afrika schicken. Da gibt's keine Bäume, da kann man den gut benutzen. Nee, ohne Witz. Also das Ding, Verkauf nach Timbuktu. Also, du kannst auch einfach, wenn du willst, kannst du auch einfach mit der Stubenfräse, du hast ja eine, einfach über die Bäume brettern. Wir brauchen die eh nicht mehr. Ja, nee, dann hole ich... Hast du den Varuna am Telefon? Ja. Dann hole ich, dann hole ich meinen Anhänger und dann fahre ich dir die Sachen weg. Ja, okay, dann mach das also, so. Aber dann fahr ich den jetzt gleich verkaufen. Ja, aber sowas, ganz weit weg. Ja, ich verschiff den. Gut, also gut. Dann, Ahnung. Nach Afghanistan oder nach Mali. Ja, da wo es keine Bäume gibt, da kann man den bestimmt gut gebrauchen. Ja, oder ins Kriegsgebiet schicken. Okay, also gut, das war's schon. Jo. Bis dann, tschüss. Ich geb dir noch den Knoll. Ich geb dir noch der den Knoll? Knoll ja, okay, ja, dann geh mal. Danke, hallo? Hallo, Moment. So, jetzt hallo, Tobias. Hallo. Du, weißt du, wo mein blauer Lastwagen hin ist? Der ist nämlich einmal oben gestanden beim Sepp und der ist jetzt auf einmal weg. Ja, den habe ich am Freitag genommen. Nee, warte mal. Irgendwann letzte Woche habe ich den gehabt. Und ja, bin zum Händler gefahren. Und okay, jetzt wollte ich gestern mit dem losfahren. Der ging nicht vom Fleck. Der hat gestottert und gemuckt. Also da ging gar nichts. Okay, dann probiere ich es jetzt nochmal. Ja, der stand beim Händler. Probier mal. Aber wie gesagt, der Jürgen und ich, wir haben es probiert. Der hat gezuckt und vielleicht die Zündkerzen ein bisschen nass geworden oder so. Musst du mal gucken. Okay. Ja, müssen wir schauen. Passt. Gut. Dann weiß ich Bescheid. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao. So, also so ein Schrott, was der sich da gekauft hat. Ey. Hat sich einfach vom oh. 20 nur. Was ist denn hier? Stimmt, BM. Da, stimmt, da war doch voll. Hier soll wahrscheinlich dieses Pulling stattfinden. Da habe ich auch die Schilder letzt schon gelesen. Vorgestern. Klingelton. Das kann nur einer sein. Herr Reinhardt. Das ist ein einziger Klingelton als, keine Ahnung, was
eigentlich jeder hat. Ja. Ich habe irgendwas gelesen in der Gruppe von einem Traktor-Pulling. Ja, da liegen sie richtig. Wann wollten sie das machen? Eigentlich heute Morgen nach dem Aufstehen, aber der Händler wollte sich noch Traktoren aussuchen, den muss ich jetzt mal... Und ich dachte, sie geben da welche vor. Oder jeder nimmt seine eigenen. Das findet jetzt demnächst auch statt. Es ist nur so, noch müssen zwei Personen von der Polizei verhört werden und die sorgen natürlich dort auch für entsprechende Sicherheit. Ach so, okay. Ja. Und deswegen haben sie angerufen oder war das? Oder wollten sie anrufen? Ich habe um Anruf gebeten, gerade wegen dem, weil ich nicht verstanden habe, wann das ausvereinbart war. Oder so. Ja, das ist so ein bisschen kompliziert, weil... Und wo ist es? Kensifeld 23. Da auf dieser kurvigen Straße. Da steht da bin ich... Schilder. Genau, da bin ich vorbeigefahren. Da war ordentlich Radau. Ja. Okay, genau. Gut. Geben Sie dann nochmal durch, wann das genau ist? Ja, ich schreibe dann in den Chat, ab wann es eröffnet ist. Okay, gut. Die Straße muss noch gesperrt werden. Die komplette Straße wird dann gesperrt? Ja. Okay. Das hat aber hoffentlich noch eine halbe Stunde Zeit, oder? Sagen wir es nur so, man kann doch vorbeifahren. Das sind nur Autos, die die Straße sperren. Ja, das habe ich gesehen, dass man noch vorbeikommt. Ja, jetzt muss ich erstmal zurückjoggen und ein anderes Auto noch holen. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Freue mich drauf. Ich mich auch. Gut, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. So. Gut, jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich das Ding hier alles nach oben? Ich guck mal, ob ich die... Okay, die ist oben. Vielleicht kriege ich die hier festgezurrt. Oh. Na, so war das aber nicht gut. Ah, warte. Ich habe eine Idee. So. So, das passt. Jetzt schon wieder los. Schleift doch gar nicht. Das kann ja nicht sein. Was ist denn? Stromberger. Hallo. Sie müssen unbedingt mal Yoga machen. Ja, ich weiß. Das beruhigt. Haben Sie... Ich bin hier nur gerade am Gefängnis mit zwei unbelehrbaren Häftlingen. Ja, aber telefonieren kann man ja mal kurz. Ich habe gerade eine Frage. Haben Sie... haben Sie Ihr Martinshorn aktiv? Gerade nicht. Wieso fragen Sie denn? Hatten Sie es vor kurzem aktiv? Also, als ich die beiden Gefangenen abgeholt habe, dort hatte ich das Martinshorn aktiv. Aber das ist schon eine Weile her, oder? Ja, wieso fragen Sie? Okay, weil ich komischerweise mein Traktor gerade auch wieder Batterieprobleme hatte. Okay. Nee, gut, ja, das passt. Hatte aber... Ich hatte das... auch, aber nicht nur, als das Martinshorn an war. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Ja. Melden Sie sich nochmal, wenn Sie schlafen. Wenn ich schlafe? Verstehen Sie, Sie verstehen doch, was ich meine, oder? Erstmal gehe ich nicht schlafen.
Das dauert. Verstehen, was ich meine. Ja, ich denke schon. Ja, auf Wiedersehen. Ich mach dann Frühstückspause. Wenn Sie mal, ja, genau, das meinte ich ja. So früh gehe ich noch nicht schlafen. Ja, stimmt. Guten Tag, Herr Varuna. Okay. Ja. Ich muss auflegen, bis dann. Ja. Tschüss. Hallo, Herr Jäger. Guten Tag, wir waren ja gestern im Gespräch, aber... Ja, war, das war nur kurz. Ja, jetzt wollte ich mich nochmal vorstellen. Ja, Moment, ich muss mal gerade hier... Sieht wieder professionell aus. Ja, ich muss mal hier... Wissen Sie, die Transportmöglichkeiten sind beschränkt. Ja. Oh, ihr Handy klingelt. Ja, bleibt liegen. Okay. Können Sie mal den Spanngurt festmachen? Können Sie das? Ja, normal schon. Und wie geht's? Funktioniert nicht. Hallo? Volker? Ja, hallo, Jürgen. Bist jetzt du noch oben? Ich bin gleich auf dem Weg. Ah, okay. Ich kann dir jetzt gleich helfen, weil ich bin jetzt wieder oben. Okay, ich hol gerade mein... du kannst, wenn du willst, dann schon mal die Bäume entasten. Fällen. Ja, hast du schon alle niedergelegt? Nee, ne? Nee, du kannst die fällen und ich komme gleich mit dem Anhänger. Okay, passt. Ciao. Gut. Bis dann. Ciao. Oh, Herr Jäger. Ja, ein bisschen Husten. Schlüssel steckt, ja. Ich wollte gerade sagen, einfach mal den Arm nehmen und ein bisschen anheben. Ja, ich krieg das normal schon hin. Wenn man hier oben sitzt, hat man eine gute Position. Okay. So, aber so ist es. Ja, bei Regen ist es auch schön, da oben zu sitzen, oder? Ja, nee, das, Das jetzt nicht mehr. Ich probiere die Arbeiten zu vermeiden. Gegangen. So. Ihr Frontlader bewegt. Bewegt sich der auch? Ja. Okay, ja, das passiert manchmal. Könntest du zaubern? Ich, ich habe einen Kurzschluss, glaube ich, irgendwie. Also, ja, haben einen kurzen in der Hose. Oh. Nee, ich bin kein Elektriker. Sehr gut. Nee, die sind das irgendwie auf dem gleichen Signal hier, deshalb bewegt sich beides. Das ist ganz komisch. Also, wir wollen jetzt aber nicht ernsthaft hier ihre Zange so liegen lassen. Stimmt eigentlich. Totaler Schwachsinn, was ich hier mache. Vielen Dank für die Hilfe. Also, ich bin ja völlig bescheuert. Ich kann ja die einfach vorne dran machen. Sag ich jetzt mal nichts. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Normalerweise ist es auch nicht treiben. Ich glaube, es könnte sogar Hinteranhänger an Hydraulik. Ja, aber dann kann ich ja den Anhänger nicht mehr mitnehmen, wissen Sie? Das ist ja mein Problem. Oh, Bauchschmerzen. So, Moment, das. Warten Sie. Kriegt man gleich. Ich kann es Ihnen anheben, ich hänge mal kurz ab. Oh. Können Sie gerade mal den Anhänger festheben hier? Ja, warten Sie kurz. Ja, 279 PS. Kriegen wir's los? Etze. Also ich weiß nicht. Bei mir geht nichts mehr. Machen Sie mal die Zange zu. Jetzt. Ja, perfekt. Aber irgendwie ist jetzt... Oh, nein. Oh, Alter. Was ist denn hier los? Oh, das hat sich jetzt verfangen. Also irgendwas ist ja komisch. Ist er jetzt weggegangen? Wie bitte? Ich probiere hier... Aber wir müssen dann zum Traktor. Wo wollen Sie hin? Ich kann Ihnen ruhig was mitnehmen. Ja, ich bräuchte mal die. Alle. Oh. Das ist ja schon heikel hier. Wie kriege ich denn jetzt das Ding hier weg? Warten Sie mal. Vielleicht mal kurz Ihre Poltergabel oder wie das heißt abhängen. Ja, aber irgendwie, das hat sich so verfangen. Boah. Das Ordenzimmer. Passt gar nicht mehr zusammen. Ich fahre einfach mal drüber, vielleicht geht's dann wieder. Uiuiui. Herr Reinhardt.
Sie werden mein lästigster Freund. Vor allem ihr Telefon. Ja, und seien Sie mal ein bisschen lauter. Ich höre Sie nicht. Also... Jetzt. Okay. Nur eine Frage. Varuna, darf ich kurz Ihr Traktor benutzen? Der Traktor ist doch jetzt am Arsch, ja, können Sie oder? Machen. Oder wurde der schon repariert? Also nein, das war ja nur ein Kostenvoranschlag. Ja, also wurde noch nicht repariert. Sie haben ja jetzt keinen. Doch, ich habe den noch in Betrieb. Wie soll ich denn sonst arbeiten? Ja, okay. Ich dachte, der Schaden wäre so groß gewesen, dass das Teil Schrott wäre. Sonst hätten sie vielleicht einen... Hat der Herr Rasex Ihnen immer noch nicht den Kostenvoranschlag durchgefaxt? Er hat den Kostenvoranschlag gesagt, aber nicht gesagt, was los ist mit dem Teil. Na, und wie viel Geld dreht sich's? Ich glaube, es waren 31.000. Okay. Das ist nicht so ganz professionell. Geben wir es einmal rückwärts Gas. Ja, wir machen hier schon mal... Eigentlich gerade, wenn man sagen darf. Ja, das ist der Jäger. Wir machen schon einen Traktor-Pulling-Test. Ja, es sieht gut aus. Noch ein bisschen. Gehen Sie mal hoch. Ja, ich glaube, Sie gewinnen mit meinem Traktor. Hoch. Ja. Ah, sehr schön. Gemeinsam sind wir stark. So, aber ich muss jetzt wirklich frühstücken, sonst kriege ich Stress mit der Frau. Also, tschüss. Kein Problem. Ciao. Warten Sie mal, Herr Varuna. Ja. Soll ich Ihre Zange irgendwo hinbringen? Weil ich denke nicht, dass wir den nochmal vorne dran machen wollen. Nehmen Sie den mit hoch zum Traktorpulling. Alles klar, Mann. Danke, tschüss. Ciao. So, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Irgendwie kommt der Herr Reinhard immer zum falschen Zeitpunkt. Aber naja, was soll man machen? Wenn es euch gefallen hat, liebend gern ein Like, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.